Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und hallo an alle. Ich wollte ein kleines Video machen über die Verfälschungen und Widerrufungen in der Bibel und wollte euch dran teilhaben lassen und auch eine kleine Antwort an unseren YouTuber Amir Arapur senden, der ja keine Zeit und keine Mühen scheut, den Islam dauernd zu kritisieren und anzugreifen und auch gar keinen sachlichen Diskurs hält und ja auch keinen Anstand sozusagen besitzt, das Sachliche und Objektiv mal zu betrachten und einen schönen Diskurs zu gehen. Daher ein kleines Video von mir. Habt viel Spaß und haut rein. Ja, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
So, jetzt sehen wir hier oder haben einige Geständnisse der frühen christlichen Gelehrten gesehen und haben sie lesen dürfen. Und ich hoffe, das hat hier einiges klar gemacht und hat auch unseren Freund Amir Arapur zum Nachdenken angeregt. Und vielleicht beschäftigt er sich jetzt erstmal mit seiner Bibel und mit seinen Quellen. In diesem Sinne, Salamu alaikum und Grüße an alle.